Und wenn du dann diese Frau kennengelernt hast, dich viel zu sehr, viel zu schnell auf sie eingelassen hast, musst du dich nicht wundern, bei manchen Männern lässt irgendwie diese Verliebtheitsphase aus einem inneren Nice-Guy-Gehabe nicht nach. Sie gar nicht mitbekommen, wie sie unattraktiver und unattraktiver für die Frau werden. Merkt sie auch, oh, das ist ein Mann, den kann ich nicht kontrollieren, den kann ich nicht manipulieren, der macht sein Ding, wisse, wohin du gehst, bevor du entscheidest, mit wem du gehst. Hey Mann, der erste Fehler, den viele Männer machen, ist, dass sie sich viel zu früh viel zu fest binden. Und ja, bei einigen Frauen wird sich jetzt so die Augenlider nach oben rollen, die Augen nach oben rollen, weil das einer der größten Dating-Probleme, die Frauen heutzutage haben, ist tatsächlich, dass die Männer nicht genug committed sind. Zumindest bei den Frauen, die Probleme mit Dating haben. Die Frauen, die tolle Dates haben, die schöne und wunderbare Männer kennenlernen, die haben dieses Problem nicht. Und meine These ist ja, dass wenn dein Problem ist, dass die Männer sich nicht mit dir, also an dich binden wollen, dann kannst du, dann redest du dir vielleicht ein, dass du ein toller Fang bist, bist es aber eigentlich nicht. Und doch wirst du genug Männer kennenlernen, die aus einer gewissen Bedürftigkeit unbedingt mit dir zusammenziehen wollen, unbedingt mit dir dich heiraten wollen, mit dir Kinder haben wollen und dann auch noch einen goldenen Käfig, ein kreditfinanziertes Haus mit dir aufbauen wollen. Und dann landen, und ich rede hier ja nicht von Fehlern wie oh, ihre Signale nicht richtig gedeutet oder den falschen Satz gesagt oder die falsche Körperhaltung gemacht. Ich rede hier von lebensentscheidenden Fehlern, von Fehlern, die eine grundsätzliche strategische Ausrichtung beinhalten. Und wenn du dann diese Frau kennengelernt hast, dich viel zu schnell auf sie eingelassen hast, musst du dich nicht wundern, wenn die Beziehung irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. Wenn du immer weniger Sex hast, wenn sie dich dann einfach aus dem Nichts heraus verlässt und wenn sie dir dann vor Familiengerichten versucht, die Kinder zu entziehen und dich beschuldigt, irgendwie deine Kinder missbraucht zu haben. Also sorry, solche Geschichten landen immer wieder und immer wieder bei mir. Und die Schuld daran trägt nicht die Frau, bin ich ganz ehrlich, weil es gibt so viele tolle Frauen da draußen, mit denen das nicht passiert. Die Schuld daran oder die Verantwortung daran trägst du als Mann. Nämlich vorher genau zu gucken, auf wen lässt du dich da ein? Mit wem möchtest du gerne, also wen möchtest du gerne heiraten? Mit wem möchtest du Kinder haben? Mit wem möchtest du gemeinsam zusammenziehen, Häuser bauen und das ganze Programm? Weil viel zu viele Männer haben, weil sie nie gelernt haben, wirklich zu flirten, sich viel zu schnell für eine Frau entschieden und landen dann in Teufels Küche. Und das hat zusammen mit den anderen beiden Gründen meiner Meinung nach eine tiefere Ursache. Aber kommen wir erstmal zu Fehler Nummer 2. Und das ist der, dass viele Männer, wenn sie in eine Beziehung kommen, vollkommen natürlich erstmal komplett verliebt sind. Ja, rosarote Brille, alles ist schön, der Sex ist gigantisch und diese Frau hat einfach keine Fehler. Das ist normal, weil unsere Psyche, unser Gehirn ist geflutet regelrecht mit Drogen, die dich abhängig machen also die deine Abhängigkeit hinaus auf die Frau projizieren. Normalerweise, wenn du ein gefestigter Mann bist, lässt das nach. Und du erkennst, dass eine wahre Beziehung nicht nur einfach auf Liebe und Verliebtheit beruht, sondern auf gemeinsamen Werten und auf eine ehrliche und liebevolle Kommunikation, auf Intimität mit einem anderen Menschen auf Augenhöhe. Doch bei manchen Männern lässt irgendwie diese Verliebtheitsphase aus einem inneren Nice-Guy-Gehabe nicht nach. Sie merken, oh, ich habe die Frau, jetzt bin ich angekommen. Und auf einmal lassen sie ihre Freunde links liegen und melden sich nicht mehr, kommen nicht mehr zu den gemeinsamen Treffen. Auf einmal vernachlässigen sie ihre Hobbys oder ihr kleines Nebenprojekt, was eigentlich ihre Mission war. Oder sie werden unsportlicher und unsportlicher, weil es fühlt sich ja so schön an, mit ihr Netflix zu schauen und Pizza hineinzufressen. Was diesen Männern, und das kommt leider auch zu häufig bei mir an,
Was diesen Männern dann passiert, ist, dass sie gar nicht mitbekommen, wie sie unattraktiver und unattraktiver für die Frau werden. Zuerst wird der Sex einfach weniger. Und ja, es ist normal, dass man nach einer gewissen Zeit weniger Sex hat. Und nein, es ist nicht normal. Es kann halt auch echt ein Indiz dafür sein, dass etwas in der Beziehung nicht stimmt. Nicht, dass etwas im Bett nicht stimmt, dass etwas in der Beziehung nicht stimmt. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und wenn du als Mann das ignorierst, dann verlässt sie dich auf einmal aus dem heiteren Himmel oder sagt so, ja, irgendwie ist unsere Beziehung nicht mehr das, was wir waren und vielleicht sollten wir gemeinsam mal über neue Wege nachdenken. Und im Prinzip ist das mehr oder weniger dann ihre Art und Weise zu sagen so, hey, ich habe einen neuen, lass mal die Beziehung beenden. Ich traue mir das nicht, dir direkt ins Gesicht zu sagen, dass du ein Nice Guy geworden bist, dass du früher viel krasser drauf warst und jetzt einfach nur noch auf der Couch hängst und Netflix schaust. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du in der Beziehung bist, habe etwas, was wichtiger als diese Beziehung ist. Das wirkt erstmal paradox, aber in dem Moment, wo du dich auch von der Frau losreißt, von ihrer Liebe, von dem schönen Gefühl, das, was es ist, mit ihr zu sein und rausgehst, dich mit deinen Kumpels triffst, die Welt eroberst und an dir arbeitest und zum Sport gehst, Mann. In dem Moment machst du sie vielleicht kurz unglücklich. Sie wird dann so schmollig im Bett liegen und so, warum kann er jetzt nicht mit mir kuscheln? Warum schreibt er nicht gleich zurück? Aber innerlich merkt sie auch, oh, das ist ein Mann, den kann ich nicht kontrollieren, den kann ich nicht manipulieren, der macht sein Ding und das ist verdammt sexy. Und das ist so eine wichtige Botschaft. Wisse, wohin du gehst, bevor du entscheidest, mit wem du gehst. Wenn du dir diese Botschaft nur annimmst, dann machst du den ersten Fehler nicht, weil es dir wichtiger ist, zu deinen Werten zu stehen und zu deinen Zielen nachzugehen, deiner Mission zu folgen. Dann machst du Fehler Nummer 1 nicht und du machst auch Fehler Nummer 2 nicht, dass du dich in der Beziehung einlullen lässt. Aber auch, du machst diesen Fehler Nummer 3 nicht. Und Fehler Nummer 3 ist eine ganz tückische Nummer. Das sind die Männer, und so war ich auch mal, die glauben so, hey, ich hab's kapiert. Ich muss als Mann meiner Mission folgen, ich muss mich um mich selber kümmern, einen Job, vernünftigen Job haben, mich gesund ernähren, geile Hobbys haben und so weiter und so fort. Und blenden aber dieses Thema Frauen komplett aus. Sie schieben das weg von sich. Sie gucken sich vielleicht auch in den entsprechenden Foren nur noch Videos darüber an, wie scheiße Frauen sind, was sie alles für geldhungrige, schlimme Wesen sind. Und wenn du dir zu viel von diesen Videos anschaust, dann glaubst du den ganzen Mist auch irgendwann und blendest die ganzen tollen Frauen aus und redest dir selber ein, so, ja, ich bin ja hier als Mann, ich bin auf meinem eigenen Weg, ich mach das. Aber du baust dir im Prinzip eine riesige Blase auf, wo du alles versuchst, um dich nicht der Angst vor Ablehnung zu stellen. Und manche von diesen Männern haben einfach über Jahre lang keinen Sex gehabt und reden sich das schön, obwohl sie innerlich total einsam sind. Manche von diesen Männern sind mit 30 noch Jungfrau, mit 35, 40 und noch älter noch Jungfrau. Und für die ist es mal an der Zeit, und so war es für mich persönlich auch, sich dieses Thema Frauen einmal zur Mission zu machen. Denn es gab mal einen Zeitpunkt, und auf diesen Zeitpunkt habe ich echt krass zugearbeitet, wo ich war in Berlin unterwegs, ich hab auf mein Handy geguckt, habe gesehen, so, hey, cool, ich habe jetzt schon 2 Dates gehabt, das dritte Date ist heute Abend und dann hat gerade die nächste Frau zugesagt fürs nächste Date. Und fuck, habe ich mich geil gefühlt, weil es war für mich dieser Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, so, wow, ich habe es mit Frauen verstanden. Ich bin jetzt hier nicht der geile Überstarter, ich kenne Leute, die irgendwie jeden Tag 3 Dates haben, ist mir zu anstrengend und ich habe auch andere Sachen in meinem Leben zu tun. Aber ich habe gemerkt, hey, ich weiß, wie es funktioniert. Ich werde nie wieder einsam sein in meinem Leben. Ich kann mir auswählen, mit welcher Frau ich zusammen sein möchte. Das, diese Woche, wo ich dann gemerkt habe, ey, das vierte Date sage ich lieber ab, weil ich schaff's einfach nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, mich irgendeiner Frau zu öffnen. Ich brauche mal ein paar Bros, mit denen ich ein bisschen Kumpelzeug machen kann. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt habe ich es verstanden. Das war der Moment, wo ich auch angefangen habe, nach einer ganz besonderen Frau zu suchen, nämlich der Frau, die ich habe, mit der ich gemeinsam ein Kind habe, mit der ich mir gemeinsam eine Zukunft aufbaue. Dieser Moment war für mich so wichtig, ihn einmal erreicht zu haben. Und vor diesem Moment, vor dieser Woche,
war es meine Mission gewesen, war es mein Fokus im Leben gewesen, mal richtig gut mit Frauen zu werden. Und ich empfehle es jedem Mann, ja, wenn du jetzt in einer super coolen Beziehung bist, dann arbeite lieber in der Beziehung, ja. Aber für jeden, der Single ist oder kurz davor ist, einfach Single zu werden, hey Mann, das tut weh, aber nutz das als Werkzeug, einmal dieses Thema wirklich für dich zu lösen. Du musst es nicht übertreiben. Du brauchst keine 4 Dates in der Woche. Für die meisten Männer wäre es schon übelst krass, wenn sie überhaupt nur 2 Dates in der Woche hätten mit unterschiedlichen Frauen, wo sie genau wissen, boah, das wird heute Abend richtig geil und juicy. Mach das, wo bei dir irgendwann im Kopf so dieser Klick-Moment kommt und sagt, hey, jetzt habe ich es verstanden. Dann machst dir zur Mission. Und super Indizien sind, du bist länger als 3 Jahre Single, du bist mit 30 noch Jungfrau oder älter, dass du das Thema mal angehen solltest. Und darunter, unter all diesen Fehlern, liegt im Prinzip ein einziges Thema, was ich schon mit dem Satz angeschnitten habe. Wisse, wohin du gehst, bevor du entscheidest, mit wem du gehst. Das ist für mich ein Grundsatz, der lebe deine Mission als Mann. Und aus diesem Grund haben wir den Mission Mann sein Workshop ins Leben gerufen. Du findest unter diesem Video einen Link zu einer Informationswebseite am 15.06., was mein Geburtstag ist, by the way. Am 15.06. startet der Ticketverkauf zum Super Early Bird Preis. Dieses Angebot gibt es nur bis zum 18.06., also nur für eine kurze Zeit. Klick dich rein, wenn du Bock hast. Würde mich riesig freuen, gemeinsam Berlin zu rocken. Und sei frei, sei geil, sei Mann.